Dann können wir in der Tagesordnung fortfahren. Wie immer beginnen wir das mit der Fragestunde, die ich hiermit aufrufe. Und beginne mit der Frage aus der letzten Fragestunde, den Fragen. Das ist zunächst die 423, Frau Abg. Arnold. Ich frage die Landesregierung. Welche Vorteile verspricht sie sich von der vorgesehenen Modernisierung des Besteuerungsverfahrens? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Frau Abg. Arnold, das Thema ist in der Tat brandaktuell, weil das Modernisierungsvorhaben mit einem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens flankiert werden soll, das am 9. Dezember letzten Jahres im Entwurf vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Der Gesetzentwurf ist nun auf dem Weg in den Bundestag. Die meisten Vorschriften sollen zum 1. Januar 2017, also schon recht bald, in Kraft treten. Manche Vorschriften auch schon unmittelbar nach der Veröffentlichung in Kraft treten. Das Bundesland Hessen hat dieses Projekt verantwortlich mitgestaltet und zum Teil mitinitiiert. Zwei wesentliche Säulen sind der Kern des Modernisierungsvorhabens. Zunächst sollen die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden und das Veranlagungsverfahren in den Finanzbehörden entsprechend verschlankt werden. Bereits ab dem Besteuerungszeitraum 2017 entfallen die Belegevorlagepflichten. Das heißt, Belege muss der Steuerpflichtige zwar aufheben, muss sie aber nicht mehr mit der Steuererklärung abgeben. Der Umfang der Steuererklärung reduziert sich in vielen Fällen damit deutlich. Im Übrigen profitieren die Steuerpflichtigen von der vorausgefüllten Steuererklärung, bei der, wenn das Verfahren Elster genutzt wird, die entsprechenden Daten abgefragt werden können. Erleichterungen gibt es aber auch für diejenigen Nutzer, die noch die Papiervordrucke verwenden. So müssen etwa Rentnerinnen und Rentner ihre Rentenbezüge nicht mehr in die Steuererklärung übertragen. Sie können, indem sie an dem Formular ein bestimmtes Ankreuzfeld ausfüllen, entscheiden, dass die entsprechenden Daten der Rentenversicherungsträger automatisch in die Steuererklärung übernommen werden. Zweiter wichtiger Punkt ist die Bearbeitung innerhalb der Finanzverwaltung. Das Veranlagungsverfahren soll so umgestellt werden und automatisiert werden, dass bei einer Regelbearbeitung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter nur noch eingreifen, wenn bestimmte Risikofilter eine händische Bearbeitung für angezeigt erscheinen lassen. Schlüssige Steuererklärungen können damit schneller bearbeitet werden und die Steuerpflichtigen schneller an ihre Steuererstattungsansprüche kommen. Das alles ist eine klassische Win-Win-Situation. Die Bürgerinnen und Bürger kommen schneller an ihr Geld in einfacheren Verfahren und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich auf die Fälle konzentrieren, in denen wirklich Musik drin ist. Vielen Dank. Keine Zusatzfragen, dann kommen wir zur Frage 424, Herr Abg. Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, wie wird die Zusage des Wissenschaftsministers Boris Rhein gegenüber den Hochschulen, wonach diese ab 2021 bis zum Jahre 2026 eine Milliarde für den Hochschulbau erhalten sollen, Herr Kollege, ich bitte um Entschuldigung. Können Sie von Ihrer Kollegin zur Rechten das Mikrofon nehmen? Das ist anscheinend defekt. Ich bitte, es auszuwechseln. Nein, nein, das muss auch lauter. Ich spreche auch nicht laut. Aber es ist besser, geben Sie mal rüber, damit das alle hören. Das Rechte ist jetzt an. Ist an. Ach, ist an. Ich höre mich auch. Danke. Ich frage die Landesregierung, wie wird die Zusage des Wissenschaftsministers Boris Rhein gegenüber den Hochschulen, wonach diese ab 2021 bis zum Jahre 2026 eine Milliarde für den Hochschulbau erhalten sollen, haushaltstechnisch veranschlagt? Herr Staatsminister Rhein. Herr Abgeordneter Warnecke, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Veranschlagung der Heureka-Mittel erfolgt, soweit Baumaßnahmen betroffen sind, im Einzelplan 18 und zwar im Kapitel 18.01, Produkt 9, sowie im kameralen Teil in den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan, wo die Einzelmaßnahmen aufgelistet sind. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Um sicherzustellen, ich frage den Staatsminister Rhein, vielen Dank für die Antwort. Wie stellen Sie sicher, dass diese Mittel, die ja über diese Legislaturperiode deutlich hinausgehen, auch von dem zukünftigen Haushaltsgesetzgeber gegenüber den Hochschulen verpflichtend eingehalten werden? Gibt es da irgendeine Sanktion für die Hochschulen? Herr Staatsminister Rhein. Nein, eine Sanktion für die Hochschulen gibt es nicht. Ich wüsste auch nicht,
warum wir Hochschulen sanktionieren sollten. Allerdings ist natürlich die Inaussichtstellung solcher Mittel für einen dann auch so weit hinaus reichenden Zeitraum Ausdruck eines verantwortungsvollen Umgangs mit den Hochschulen, weil eben Hochschulbau nicht etwas ist, was jährlich betrieben wird, sondern etwas ist, was über Dekaden betrieben wird. Und insoweit ist es nicht nur üblich, sondern auch richtig und wichtig, heute den Hochschulen schon sagen zu können, worauf sie sich ab 2020 einstellen können. Zusatzfrage, Herr Kollege Grumbach. Herr Minister, sehen Sie sich in der Lage, heute den Stand der Verpflichtungsermächtigung für Heureka bekannt zu geben? Herr Staatsminister Rhein. Ich kann Ihnen das gerne nachreichen. Das kann ich im Augenblick nicht beantworten. Nächste Frage, die Frage 426, Frau Abg. Geis. Ich frage die Landesregierung. Ist für hessische Grundschulen die Weiterentwicklung in den Profilen der ganztägig arbeitenden Schule zukünftig nur bei der Teilnahme am Pakt für den Nachmittag möglich? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Nein, Frau Abg. Geis, die Weiterentwicklung in den Ganztagsprofilen ist für Grundschulen noch außerhalb des Paktes für den Nachmittag möglich. Keine weitere Frage. Frage 427, Frau Abg. Löber. Wie bewertet die Landesregierung die Gesundheitsgefährdung durch den Industriezucker Isoglucose für die Verbraucherinnen und Verbraucher? Frau Ministerin Hinz. Frau Abgeordnete, bei Isoglucose handelt es sich um ein Gemisch aus Traubenzucker, nämlich Glucose, und Fruchtzucker, Fructose. Die Herstellung erfolgt aus Maisstärke. Eine wissenschaftliche Bewertung von Isoglucose durch das Bundesinstitut für Risikobewertung liegt derzeit nicht vor insgesamt. Gleichwohl hat das BfR im Jahr 2009 den Einsatz von Fructose im Zusammenhang mit seiner Verwendung in diätetischen Lebensmitteln für Diabetiker bewertet. Das BfR ist hierbei zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Vielzahl neuerer Forschungsergebnisse darauf hinweisen, dass die verstärkte Aufnahme von Fructose über industriell gefertigte Lebensmittel wie mit Fructose gesüßte Limonaden nachteilig auf die Gesundheit wirken. Vor diesem Hintergrund ist eine erhöhte Aufnahme von Fruchtzucker beispielsweise über einen erhöhten Konsum von Isoglucose kritisch zu hinterfragen. Insbesondere betrifft dies Bevölkerungsgruppen, deren Lebensstil durch andauernde Überernährung und Bewegungsmangel gekennzeichnet ist. Ja. Bitte das jetzt nicht weiter vertiefen. Dann rufe ich auf die Frage 400 und. Oh, Entschuldigung, ich habe es nicht gesehen. Frau Löber, bitte schön. Durch das Geplänkel war mir jetzt nicht ganz klar, ob Frau Staatsministerin Hinz mit der Beantwortung fertig ist. Es tut mir leid. Also eine Zusatzfrage. Wie bewertet die Landesregierung den Wegfall bzw. die Veränderung ab 2017, dass der Industriezucker in Europa frei gehandelt werden kann? Frau Staatsministerin Hinz. Na ja, unabhängig davon, ob Industriezucker frei gehandelt werden kann oder nicht, sollte man generell darauf achten in der Ernährung, dass man sich gesund ernährt, dass man sich möglichst viel bewegt, sowohl die Abgeordneten als auch die Mitglieder der Regierung als auch weit darüber hinaus alle Bevölkerungsgruppen. Das heißt, gesunde Ernährung und Bewegung beugen dem Übergewicht und auch der Schädlichkeit von Auswirkungen durch Zucker in Lebensmitteln vor.
Wir sind ja bemüht, auch möglichst schon gesunde Ernährung in den Kindertagesstätten zur Verfügung zu stellen. Wir haben eine entsprechende Beratungsstelle in Hessen über die Verbraucherberatung. Über die Ärzte wird entsprechend beraten. Es ist dann auch sozusagen in die individuelle Entscheidung eines jeden Einzelnen gestellt, sich dann entsprechend verantwortungsbewusst gegenüber seinem Körper zu verhalten. Frau Kollegin Löber, weitere Zwischenfrage? Ja, noch einmal eine Nachfrage dazu, ob ich das richtig verstanden habe. Sie sehen hier also nicht konkret, dass Wirtschaftspolitik über Verbraucherschutzpolitik gestellt wird, indem demnächst zu erwarten ist, dass der billigere, und darum geht es ja letztlich, der billigere flüssige Industriezucker deutlich mehr verwendet wird als andere Zuckerarten. Frau Staatsministerin Hinz. Nein, es geht darum, dass es eine entsprechende Beratung von Verbraucherinnen und Verbrauchern gibt. Und ansonsten gilt tatsächlich die freie Entscheidung eines jeden Einzelnen, wie er mit seiner oder ihrer Ernährung umgeht. Und das gilt grundsätzlich für alle industriell gefertigten Produkte. Wenn man sich gesund ernähren will, gilt in oberster Linie, dass man regionale, saisonale Produkte kauft, möglichst frisch zubereitet und sich dann auch noch entsprechend bewegt. Und das galt schon immer, und das wird auch die nächsten Jahre gelten. Das ist sozusagen der Schlüssel zu einer gesunden Lebensweise. Kollege Klee hat es bestätigt. Wir kommen zur Frage 428, Frau Abg. Wiesmann. Wo ist sie da? Ich frage die Landesregierung, welche Programme zur Sprachförderung gibt es in Hessen für Kinder im Kindergartenalter aus Flüchtlingsfamilien? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, in Hessen existiert seit 2002 das Landesprogramm Sprachförderung im Kindergartenalter. Es richtet sich zwar nicht in erster Linie und ausschließlich an Kinder mit Fluchthintergrund, kann aber selbstverständlich und wird auch intensiv für diese Zielgruppe genutzt. Aus dem Programm werden zwei Schwerpunkte gefördert, und zwar einmal zusätzliche Sprachfördermaßnahmen für Kinder im Kindergartenalter. Allerdings haben wir in der Zwischenzeit das auch geöffnet für Kinder unter 3 Jahren und Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher und sonstige für die Sprachvermittlung geeignete Personen. Die Förderung in der Fläche wird flankiert von einzelnen Modellprojekten. Ich will eines an dieser Stelle beispielhaft nennen. Das ist das mehrjährig angelegte Projekt Frühstart, deutsch- und interkulturelle Bildung im Kindergarten, welches an 44 Modellkitas hessenweit neben der Sprachförderung der Kindertagesstättenkinder auch die Steigerung der interkulturellen Kompetenzen der Fachkräfte, die Elternarbeit und aber auch die Koordinierung mit den Kommunen zum Ziel hat. Im Jahre 2014 wurden Mittel in Höhe von rund 3,53 Millionen Euro verausgabt. Es konnten 16.740 Kinder gefördert werden. Für 2015, da bitte ich um Verständnis, liegen noch keine abschließenden Zahlen vor. Im Rahmen des Sozialbudgets haben wir die Mittel an dieser Stelle aber in diesem Jahr auf 4,2 Millionen Euro erhöht. Die stehen im Jahre 2016 für diese Programme zur Verfügung. Danke schön. Dann kommen wir zur Frage 431, Frau Abg. Löber. Welche Auswirkungen sieht die Landesregierung durch die Ablehnung der Entscheidungsfreiheit bei nationalen Importverboten von gentechnisch veränderten Organismen, GVO, des Europäischen Parlaments am 28. Oktober 2015 auf Hessen? Frau Ministerin Hinz. Abgeordnete Löber, die Kommission hat den Vorschlag unterbreitet, dass Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet die Verwendung von in der Europäischen Union zugelassenen genetisch veränderten Lebens- und Futtermitteln verbieten können. Bei einer Annahme dieses Vorschlags wären die Hürden, die die Mitgliedstaaten zu überwinden hätten, um von einer einzelstaatlichen Verbotsoption Gebrauch zu machen, jedoch unangemessen hoch. Einzelstaatliche Maßnahmen müssten nämlich sowohl mit dem EU-Recht als auch mit internationalen Verpflichtungen der EU auf Ebene der Welthandelsorganisation WTO im Einklang stehen.
Die Kontrolle eines einzelstaatlichen Verbots wäre zudem vor dem Hintergrund des freien Warenverkehrs im Binnenmarkt und der Vielzahl der Beteiligten in den Prozessketten der industriellen Lebens- und Futtermittelherstellung nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich. Der Vorschlag wurde daher folgerichtig vom Europäischen Parlament zurückgewiesen. Damit den Bedenken der Mitgliedstaaten besser Rechnung getragen werden kann, setzt sich die Landesregierung statt für diesen Vorschlag auch weiterhin für eine Überarbeitung des Zulassungsverfahrens für gentechnisch veränderte Organismen sowohl im Bundesrat als auch im Ausschuss der Regionen ein. Die Hessische Landesregierung unterstützt daher auch ausdrücklich die Stellungnahme des Bundesrates, der sich für eine Verbesserung der Risikobewertung im Zulassungsverfahren ausgesprochen hat. So sollen beispielsweise Risikoanalysen nicht ausschließlich von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit durchgeführt und Prüfungen der Umweltbelange verbessert werden. Darüber hinaus soll die Kommission zukünftig keine Möglichkeit haben, gentechnisch veränderte Organismen ohne Zustimmung der Mitgliedstaaten zuzulassen. Auf europäischer Ebene hat der hessische Vertreter im Ausschuss der Regionen als Berichterstatter die hessischen Interessen vertreten und maßgeblich zur Stellungnahme des Ausschusses beigetragen. Das ablehnende Votum des Ausschusses der Regionen stimmt mit den ablehnenden Bewertungen der Hessischen Landesregierung und des Bundesrates weitestgehend überein. Die Kommission ist nun gefordert, ihre Vorgehensweise zu überdenken. Diesen Prozess wird die Hessische Landesregierung auch zukünftig kritisch begleiten. Zusatzfrage, Frau Kollegin Löber. Ja, noch einmal konkret nachgefragt. Sieht die Landesregierung also auch weiterhin die Möglichkeit, von der EU genehmigte gentechnisch veränderte Organismen, und das sind ja auch schon etliche, dennoch in Hessen zu verbieten oder einzuschränken? Frau Staatsministerin Hinz. Also die Ablehnung des Europäischen Parlaments hat ja keine Auswirkungen auf Hessen, weil der Rechtsrahmen derzeit gleich geblieben ist. Wir setzen uns darüber hinaus für Veränderungen und Verbesserungen des Rechtsrahmens ein, entgegen dem Vorschlag der Europäischen Kommission, die ja erleichtern will. Wir wollen eine Verschärfung, und das in Einklang mit der Entscheidung des Bundesrates. Und weitere Zwischenfrage, Frau Abg. Löber. Ja, aber ist nicht letztlich durch diese erste Entscheidung und das, was auf EU-Ebene passiert, die Idee eines gentechnikfreien Hessens gescheitert? Frau Kollegin Hinz. Nein, der ist nicht gescheitert, weil der Rechtsrahmen ja derzeit gleich geblieben ist. Und es geht jetzt darum, Verbesserungen durchzusetzen. Und mit der Entscheidung des Europäischen Parlaments ist die Möglichkeit gegeben, diese Verbesserungen tatsächlich auch hinzubekommen. Vielen Dank. Ich rufe auf die Frage. Entschuldigung, Frau Kollegin Feldmayer, Zusatzfrage. Hallo? Ja. Frau Ministerin, wissen Sie, wie die Bundesregierung oder ob die Bundesregierung versucht hat, ein nationales Importverbot durchzusetzen? Frau Staatsministerin Hinz. Also bislang ist die Entscheidung des Bundesrates seitens der Bundesregierung noch nicht auf die europäische Ebene getragen worden, um es dort durchzusetzen. Jetzt kommen wir zu 433, Abgeordneter Dr. Bartelt. Ich frage die Landesregierung, wie gestaltet sich die Umsetzung des hessischen Förderinstruments Kompetenzen entwickeln, Perspektiven eröffnen für die Integration der Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, ausgesprochen erfreulich. Fakt ist, dass von dem Ende mein Blick ging bewusst in diese Richtung, weil ich Beifall von dieser Seite erwartet habe, weil dieses natürlich intensiv auch begleitet wird von Abgeordneten des Fachausschusses.
Aber Fakt ist, dass von den Ende September eingereichten 19 Projektideen Anfang des Jahres 11 Projekte ihre Arbeit aufnehmen werden. Das hat mich gefreut, dass trotz der zugegebenermaßen sehr kurzen Ausschreibungsfrist von Juli bis September so viele hessische Kommunen, Jobcenter und Beschäftigungsträger und Unternehmen mit innovativen Ideen sich gemeldet haben, um Langzeitarbeitslose zu qualifizieren, um ihnen eine Perspektive auf Beschäftigung zu geben. Wir haben uns die Auswahl der Konzepte in der Tat nicht leicht gemacht und der Entscheidung ein paar Kriterien und Kategorien zugrunde gelegt, die da sind. Einmal die Vernetzung und Zusammenarbeit mit den regionalen Akteuren der Arbeitsmarktpolitik, die rechtsübergreifende Projektsteuerung, die Impulsfähigkeit für die Regelförderung und das Innovationspotenzial des Konzepts, die Ausrichtung auf Fähigkeiten und Know-how der Teilnehmenden für eine dauerhafte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Wir werden rund 7 Millionen Euro einsetzen, um in den nächsten 2 bis 3 Jahren die 11 ausgewählten Projekte zur Integration von langzeitarbeitslosen Menschen in Arbeit und Beschäftigung zu fördern. Es ist uns, und das war uns ein Anliegen auch mit diesem Förderinstrument gelungen, freie Träger, Kommunen und Jobcenter so zu vernetzen, dass sie in Kooperation mit Unternehmen diese herausfordernde Aufgabe angehen, Menschen, die seit mehr als 3 Jahren ohne Beschäftigung waren, in eine Ausbildung oder in eine Beschäftigung zu bringen. Der Arbeitsmarkt in Hessen ist aufnahmebereit. Wir haben eine sehr gute Arbeitsmarktsituation, aber der Arbeitsmarkt braucht auch gut ausgebildete Kräfte. Selbst einfache Tätigkeiten erfordern heute Wissen, zum Beispiel über Anwendungssoftware oder über Qualitätsstandards in der Produktion. Und wir wollen mit diesem Förderinstrument und dem Förderangebot Chancen eröffnen und soziale Teilhabe sichern, besonders für Menschen, die Familienverantwortung tragen, älter sind und trotzdem etwas lernen und leisten wollen. Ich denke, wir stehen gemeinsam in der Pflicht, diese Menschen in die Mitte unserer Gesellschaft zurückzurollen. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Decker. Geht? Jetzt. Herr Minister, Sie sprachen eben davon, dass 11 Projekte jetzt sozusagen beginnen. Können Sie uns sagen, wie viele betroffene langzeitarbeitslose Menschen von diesen 11 Projekten jetzt profitieren können? Herr Sozialminister. Herr Abgeordneter Decker, ich verweise an dieser Stelle auf die Antwort auf Ihre Kleine Anfrage, Drucksache 19-2659, in der Sie diese Frage bereits gestellt haben. Die Konzepte unterscheiden sich stark in ihrer geplanten Anzahl der Teilnehmenden. Projekte, die den Teilnehmenden den Abschluss einer Berufsausbildung ermöglichen, sehen beispielsweise konzeptionell eine vergleichsweise geringere Anzahl an Teilnehmenden vor. Aber aus den Konzeptbeschreibungen der 11 vorliegenden und ausgewählten Projekte werden wir insgesamt 1.000 Langzeitarbeitslose mit dem Förderinstrumentarium erreichen. Weitere Zusatzfrage, Herr Abg. Dr. Bartel, hat sich damit erledigt. Gibt es keine weiteren Zusatzfragen? Dann ist das auch alles erledigt. Wir kommen zu 434, Frau Abg. Gnadl. Ich frage die Landesregierung, welche Umstände rechtfertigen bei einer Jagdveranstaltung in Klammern Treibjagd die Sperrung eines hessischen Autobahnabschnitts? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Ich bin nicht für die Jagd zuständig, sehr geehrte Frau Abgeordnete, aber wenn sich ein Wildschwein auf die Autobahn verirrt, dann bin ich wohl zuständig. Also, Frau Abgeordnete, es gibt grundsätzlich keine Umstände, welche die Sperrung eines Autobahnabschnitts im Rahmen einer allgemeinen Treibjagd rechtfertigen. Sofern allerdings die Treibjagd dazu angesetzt wurde, um Wildbestände, die auf den Autobahnabschnitt gelangt sind, zum Schutz von Leib und Leben der Verkehrsteilnehmer zu erlegen, kann eine kurzzeitige Sperrung des betreffenden Autobahnabschnitts je nach Sachverhalt aus Verkehrssicherheitsgründen zulässig sein. Zusatzfrage, Frau Kollegin Gnadl. Ja, Herr Minister, gab es besondere Umstände oder war es eine geplante Vollsperrung?
der A45 am 5. Dezember zwischen der Anschlussstelle Wölfersheim und der Anschlussstelle Münzenberg in beiden Richtungen. Herr Minister. Der besondere Umstand bestand am 5. Dezember auf der A45 zwischen Wölfersheim und Münzenberg darin, dass sich zwei Wildschweine auf dem Grünstreifen zwischen der Fahrbahn der Autobahn und dem dortigen Wildschutzzaun befanden. Die Polizei hat aufgrund der akuten Gefahrensituation kurzzeitig den Verkehr angehalten, um die Tiere durch den zuständigen Jagdpächter gezielt abschießen zu lassen. Deswegen erfolgte diese Sperrung nicht aufgrund einer Treibjagd, sondern aufgrund von zwei Wildschweinen, die vorher weder im Landtag noch im Ministerium um Erlaubnis gebeten haben, dahin zu laufen. Weitere Zusatzfrage, Frau Kollegin Gnadl. Die Frage hat sich dadurch auch gestellt, weil über das Radio von einer Treibjagd gesprochen wurde. Also kann ich Ihrer Antwort entnehmen, dass es definitiv keine Treibjagd gewesen ist? Wie gesagt, ich bin ja für die Autobahn und nicht für das Jagdrecht zuständig. Aber die Sperrung aufgrund von der Gefahr von Leib und Leben von Verkehrsteilnehmern, weil sich zwei Wildschweine auf der Autobahn befinden, ist sicherlich keine Treibjagd. Und wenn was anderes gesagt wurde, dann müssten Sie im Radio nachfragen. Ja, Herr Kollege Gremmel, Sie haben auch eine Frage zu den Wildschweinen, bitte. Ja, Herr Minister, ich würde gerne wissen, wer denn die Kosten in welcher Höhe getragen hat für diese Maßnahme. Herr Staatsminister. Die Frau Ministerin Hinz. Herr Abgeordneter, den höchsten Preis haben sicherlich die Wildschweine bezahlt, nämlich ihr Leben. Ich gehe mal davon aus, also ich bin ja nur Halbwissender in Sachen Jagdrecht, aber ein zuständiger Pächter muss im Zweifel dann auch seine Anfahrtskosten und sonstige Kosten, die ihm entstehen, selbst tragen. Und dafür kann er dann mit den Wildschweinen machen, was er will. Meine Damen und Herren, wir sind im Anlauf zum Wochenende gut positioniert jetzt. Ich darf aufrufen, dass es keine weiteren Fragen gibt. Die Frage 435, Herr Kollege Frankenberger. Frage die Landesregierung. Wann wird die Entscheidung über das Tapetenmuseum in Kassel getroffen? Herr Staatsminister, Augenblick, weil wir ein bisschen Wildschweinruhe reinbringen. Okay. Herr Minister Rhein, Sie haben das Wort. Ja, Herr Abgeordneter. Frankenberger, einen exakten Zeitpunkt kann ich Ihnen noch nicht mitteilen, da die Beteiligten sich derzeit, man muss sagen, in wirklich sehr intensiven Abstimmungsprozessen befinden. Ich denke, wenn Sie in Kürze wieder nachfragen, kann ich konkreter antworten. Herr Kollege Frankenberger, Zusatzfrage. Herr Staatsminister, können Sie mir denn genau definieren, welchen Zeitraum Sie gemeint haben, wenn Sie sagen, ich soll in Kürze noch einmal nachfragen? Herr Staatsminister Rhein, Sie haben das Wort. In der Tat, Frau Puttrich hat recht, es ist alles relativ, was kurz oder was lang ist. Ich will aber, wollen wir uns jetzt hier nicht über Zeiträume und über kurz oder lang austauschen. Ich will es mal so rum formulieren. Die MAK, die Museumslandschaft Hessen-Kassel, hat ja ein umfangreiches Konzeptpapier erstellt und hat in diesem Konzeptpapier eine Vielzahl von Alternativen gegenüber der bisherigen Planung auf dem Weinberg geprüft. Und jetzt ist es kein Geheimnis, es gibt ja auch ein Schreiben, was ich an den Verein geschrieben habe, dass ich den darin gemachten Vorschlag unterstütze, nämlich den Standort Brüder Grimmplatz. Und jetzt geht es um das eine oder andere, was noch abzustimmen ist. Und ich kann Ihnen aber zusagen, dass ich dann
dann müssen wir uns nicht mehr über das Thema kurz oder lang streiten, dass ich dann unaufgefordert auf Sie zukomme, wenn ich Ihnen etwas Konkreteres dazu sagen kann. Nochmals bitte Herr Frankenberger. Herr Staatsminister, für diese Zusage vielen Dank. Würden Sie mir recht geben in der Einschätzung, dass Sie wesentlich realistischer und bedächtiger damit umgehen als Ihre Vorgängerin im Amt, die im Jahre 2010 erklärt hat, mit Baubeginn ist eine realistische Einschätzung in 2013 zu rechnen, mit der Fertigstellung in 2015. Herr Staatsminister Rhein. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn meine Vorgängerin nicht mit hoher Energie den Prozess so vorangetrieben hätte, wie sie ihn vorangetrieben hat, würde ich Ihnen noch lange keine Antwort geben können. Insoweit haben wir es der Energie meiner Vorgängerin zu verdanken, dass wir dort stehen, wo wir heute stehen. So. Wir kommen zur nächsten Frage. Aber die 440, die 441 sind vom Fragesteller zurückgezogen worden. Und es kommt die 442 dran. Das ist der Kollege Klee. Ich frage die Landesregierung, welche Ziele verfolgt sie mit dem Förderprogramm Sport und Flüchtlinge? Herr Sportminister Beuth. Herr Abgeordneter, die große Zahl der Flüchtlinge, die zurzeit zu uns kommen, stellt unsere gesamte Gesellschaft vor große Herausforderungen. Wir wollen diese Menschen bei uns willkommen heißen und sie bestmöglich integrieren. Dem Sport kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Ziel des bundesweit einmaligen Förderprogramms Sport und Flüchtlinge ist es daher, das großartige Engagement der Vereine zu unterstützen und ihnen praktische Hilfe und Know-how zur Verfügung zu stellen. Zunächst 2 Millionen € stehen zur Verfügung, um landesweit Sportangebote für Schutzsuchende zu fördern sowie sogenannte Sportcoaches einzusetzen. Diese werden als Ansprechpartner die guten Ideen vor Ort koordinieren und gleichzeitig die Interessen der Flüchtlinge mit vertreten. Damit werden aus Sicht der Landesregierung die richtigen Akzente gesetzt, um das Potenzial des Sports für die Integration von Flüchtlingen zu nutzen. Zusatzfrage, Kollege Klee. Herr Minister, könnten Sie schon etwas sagen, obwohl wir noch sehr früh im Jahr sind, ob es schon Anfragen und Anträge zu diesem Programm gibt? Herr Staatsminister Beuth. Es gibt bereits etliche Anfragen. Es finden auch bereits entsprechende Schulungen mit der Sportjugend statt, die sich um die Sportcoaches kümmern sollen. Wir sind dort auf einem sehr, sehr ordentlichen und sehr guten Weg. Vielen Dank. Die Frage 443 kommt vom Kollegen Schork. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die im Rahmen der sich derzeit in der Beratung befindlichen dritten Novelle des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes vorgesehene Öffnung des sogenannten Meister-BAföGs für Bachelor-Absolventen sowie die Möglichkeit einer Aufstiegsförderung für Studienabbrecher mit bestimmten Vorqualifikationen, welche in eine betriebliche Ausbildung gewechselt sind? Herr Wissenschaftsminister Rhein. Ja, Herr Schork. Die Landesregierung begrüßte ausdrücklich die mit der Novelle des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes beabsichtigten Maßnahmen, die Sie ja in der Fragestellung angesprochen haben. Denn mit der Öffnung des Meister-BAföGs für Bachelor-Absolventen wird die Durchlässigkeit zwischen der akademischen und der beruflichen Bildung erhöht. Bisher sind Hochschulabsolventen von den Leistungen nach dem AFBG ausgeschlossen und künftig können dann auch Personen mit Bachelorabschluss für eine Aufstiegsfortbildung finanziell gefördert werden. Und damit werden zum einen individuelle Qualifizierungswege ermöglicht und gestärkt und zum anderen, und das ist sehr wichtig, wird ein Wechsel in das berufliche System attraktiver. Mehr Menschen können dann für eine Weiterqualifizierung im dualen System der beruflichen Bildung gewonnen werden, beispielsweise um einen Betrieb oder andere Führungsaufgaben zu übernehmen. Keine weiteren Zusatzfragen. Wir kommen zur Frage 444, Herr Abgeordneter Quanz. Ich frage die Landesregierung, welche Gründe waren ausschlaggebend dafür, dass im neuen EU-Förderprogramm EFRE keine Mittel mehr im Kultusministerium resortiert sind, sondern nur noch im Wirtschaftsministerium. Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, wie auch bereits in den vergangenen EU-Förderperioden sind aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung in der neuen EU-Förderperiode keine Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Kultusministerium resortiert. Gleichwohl sollen auch in dieser Förderperiode
wieder Vorhaben in fachlicher Zuständigkeit des Kultusministeriums aus Mitteln des EFRE gefördert werden. Zusatzfrage, Herr Kollege Quanz. Sie derzeit schon eine Einschätzung geben, ob das die Verwaltungsabläufe wirklich vereinheitlicht hat, ob es verschnellert, verbessert hat oder ob nicht eher größere Schwierigkeiten dadurch entstanden sind? Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Abgeordneter, durch den Sitz der EFRE-Verwaltungsbehörde im Wirtschaftsministerium trägt dieses auch die Gesamtverantwortung für die Durchführung des EFRE-Hessen-Programms gegen der EU-Kommission. Aus meiner Sicht ist das richtig, weil sichergestellt ist, dass sozusagen die Leute, die das verwalten, auch wissen, sozusagen, welche Vorschriften man dann beachten muss. Das heißt aber nicht, dass nicht in fachlicher Zuständigkeit auch anderer Ministerien die Sacharbeit gemacht wird. Es geht sozusagen um den Sitz der Verwaltungsbehörde und den Ort, wo das Ganze abgerechnet wird. Keine weiteren Zusatzfragen. Ich rufe auf die Frage 445, Herr Abgeordneter Merz. Ich frage die Landesregierung, inwiefern und inwieweit sind die Bestimmungen und Standards der UN-Kinderrechtskonvention und des SGB VIII auf die Situation von Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Erstaufnahmeeinrichtungen anzuwenden? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, die in dem von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 20. November 1989 verabschiedeten Übereinkommen über die Rechte des Kindes, der sogenannten UN-Kinderrechtskonvention, festgelegten Vereinbarungen sind auf Kinder in Erstaufnahmeeinrichtungen anzuwenden. Und nach den Bestimmungen des SGB VIII umfasst die Jugendhilfe Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien. Die Bestimmungen des SGB VIII sind auf Ausländer in Erstaufnahmeeinrichtungen nach Maßgabe des § 6 Absatz 2 des SGB VIII anzuwenden. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Herr Minister, welche konkreten Vorkehrungen werden denn getroffen, damit das auch praktische Wirkung hat? Oder vielleicht anders gefragt, wer führt die Aufsicht insoweit? Herr Staatsminister Grüttner. Junge Erwachsene bzw. Jugendliche oder unbegleitet minderjährige Ausländer, die in Erstaufnahmeeinrichtungen temporär Unterbringung finden, werden in Obhut genommen und kommen in die Verantwortung des örtlichen Jugendamtes. Das örtliche Jugendamt hat auch die Verantwortung für die entsprechenden Maßnahmen nach SGB VIII und auch nach der UN-Kinderrechtskonvention zu tragen. Dabei müssen wir immer wissen, dass nach der UN-Kinderrechtskonvention ein Recht darauf besteht, dem Kindeswohl entsprechend untergebracht, versorgt und betreut zu werden. Das heißt also, für Flüchtlingskinder sind das geeignete Maßnahmen, die zu treffen sind, um sicherzustellen, dass angemessener Schutz und humanitäre bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu erhalten haben. Und nach SGB VIII können halt Leistungen nur dann beansprucht werden, wenn junge Ausländer rechtmäßig auf dem Grund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. Wir haben, und das ist unbestritten so, eine Situation, in der wir in Hessen sehr viele unbegleitet minderjährige Ausländer aufnehmen, mehr als andere Bundesländer. Deswegen sind wir zurzeit in der bundesweiten Verteilung auch ausgenommen. Und wir müssen genau prüfen, ob es sich um unbegleitet minderjährige Ausländer handelt, die tatsächlich minderjährig sind. Wir müssen die Situation überprüfen, ob sie tatsächlich unbegleitet, also begleitet, also ohne Begleitung sind. Das ist ja immer so ein Punkt, wo es ist. Und das Dritte ist, welches Jugendamt für die Inobhutnahme verantwortlich ist. Dementsprechend haben wir eine Reihe von Handreichungen herausgebracht in den Gesprächen mit den Jugendämtern, wie damit umzugehen ist. Wir wissen, dass eine Unterbringung von UMAs, wie sie im Fachjargon oder in der Kürzel heißen, in Erstaufnahmeeinrichtungen besonderen Kriterien zu unterwerfen sind, häufig aber aufgrund von fehlenden Unterbringungseinrichtungen in der Kommune zurzeit und temporär keine andere Möglichkeit besteht. Aber trotzdem ist die Betreuung dann in den Erstaufnahmeeinrichtungen entsprechend den Vorgaben des SGB VIII sichergestellt. Herr Kollege Merz.
Das ist für die UMAs, UMFs und die jungen Erwachsenen ohne Frage richtig, aber die UN-Kinderrechtskonvention und das SGB VIII erstreckt sich ja auch auf Kinder, durchaus in Begleitung ihrer Eltern. Und deswegen noch mal die Nachfrage, welche Schlussfolgerungen werden insoweit auf die Unterbringungssituation in Erstaufnahmeeinrichtungen gezogen? Herr Minister Grüttner. Im Hinblick auf Kinder, die in Begleitung ihrer Eltern sind und trotzdem den Bestimmungen der UN-Kinderrechtskonvention unterliegen, werden durch die sozialarbeiterische Betreuung in den Erstaufnahmeeinrichtungen darauf geachtet, dass sichergestellt ist, dass angemessener Schutz und humanitäre Hilfe auch gewährt werden. Ich rufe auf die Frage 446, Herr Abgeordneter Gremmels. Ich frage die Landesregierung, wie sieht Ihr Zeitplan für die Aufstellung und die Verabschiedung des neuen Landesentwicklungsplans aus? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Landesregierung geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass sie die erforderlichen Vorarbeiten zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans Hessen 2025 gegen Ende des zweiten Quartals 2016 abschließen kann. In der Folge wird die Landesregierung die Anhörung und Offenlegung des Entwurfs des Landesentwicklungsplans beschließen. Die weitere Zeitplanung für die Verabschiedung des Landesentwicklungsplans hängt im Wesentlichen von der Anzahl und dem Umfang der im Rahmen der zweimonatigen Anhörung und Offenlegung eingehenden Stellungnahmen und dem damit verbundenen Abwägungsaufwand ab. Nach Abschluss der Abwägung wird die Landesregierung zu dem von ihr festgestellten LEP die Zustimmung der Mitglieder des Hessischen Landtags erbitten. Ab diesem Zeitpunkt liegt die weitere zeitliche Abfolge in den Händen des Hessischen Landtags. Zusatzfrage, Herr Gremmels. Ja, Herr Minister, im Zuge der Diskussion im letzten Jahr um Südlink hatten Sie mal in Aussicht gestellt, dass die Vorarbeiten für den LEP schon im Herbst 2015 abgeschlossen werden sollen. Was sind denn die Gründe, dass sich das jetzt noch mal um drei Quartale verschiebt? Herr Staatsminister Al-Wazir. Also zuallererst mal ist es eine Menge Arbeit, die ganzen Datengrundlagen auf den aktuellen Stand zu bringen. Außerdem haben wir noch ein paar Sonderfaktoren, die wir momentan bearbeiten. Zum Beispiel die Frage, ob es als Ergebnis aus der NORA-Studie nötige zusätzliche landesplanerische Vorgaben geben müsste. Und natürlich müssen wir auch, Stichwort zentrale Ortekonzept, über die Frage nachdenken, ob dort Veränderungen möglich sind. Und weitere Frage von Herrn Gremmels. Ja, ich gehe mal davon aus, dass bis zu dem Zeitpunkt auch die drei Regionalpläne für den Bereich Energie beschlossen und von Ihrem Hause dann auch genehmigt worden sind. Bedeutet das, dass dann unmittelbar auch dieser Bereich fortgeschrieben oder Änderungen vollzieht, der sich ja dann in der Neuaufstellung der Regionalpläne niederschlagen muss? Oder gibt es dafür andere Fristen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Also aus meiner Sicht sind Teilregionalpläne, die auf aktuellem Stand sind, problemlos zu übertragen. Dann komme ich zur Frage 447, Herr Abgeordneter Kummer. Ich frage die Landesregierung, sieht sie in der nationalen Möglichkeit, auch durch eine Veränderung bereits bestehender Regelungen, Betriebsausgaben als steuerlich nicht abziehbare zu behandeln, einen Weg, beispielsweise bei Lizenzzahlungen oder Zinszahlungen an ausländische Muttergesellschaften, ungerechtfertigte Gewinnverlagerungen in Niedrigsteuerländer zu verhindern oder wenigstens zu erschweren? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Herr Abgeordneter Kummer, ja. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Kummer. Herr Minister, das freut mich, aber das ist ja noch keine Frage. Es freut mich. Bitte? Keine Antwort. Das ist ja noch keine. Nein, das, was ich jetzt eben gesagt habe, ist noch keine Zusatzfrage. Das war schon richtig. Das war eine Antwort. Ich habe gesagt, das freut mich, aber das ist ja noch keine Frage, weil ich muss eine weitere Frage stellen. Also die Frage lautet, um es kurz zu machen. Sieht sich denn die Hessische Landesregierung in der Lage, wenn Sie das begrüßen und ebenfalls bejahen, was Sie eben gesagt haben, entsprechende Initiativen zu ergreifen, um beispielsweise über den Bundesrat zu einer entsprechenden
eindeutigen Veränderung der steuerlichen Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland zu kommen. Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Herr Abgeordneter Kummer, ich könnte die Frage jetzt wiederum mit Ja beantworten, aber lassen Sie mich an der Stelle sogar noch ein paar Bemerkungen der Begründung hinzufügen. Die Landesregierung hat bereits eine entsprechende Initiative im Bundesrat ergriffen. Wenn Sie sich die Bundesratsdrucksache Nummer 318 aus 15 anschauen, dann sehen Sie, dass die Hessische Landesregierung einen umfassenden Vorschlag unterbreitet hat, wie künftig in Ergänzung der in den internationalen Prozessen, das Stichwort BEPS ist Ihnen da sicherlich geläufig, eine Möglichkeit geschaffen werden kann, aus unserer Sicht sogar geschaffen werden muss, national flankierende Gesetzgebungsaktivitäten zu ergreifen, die es ermöglichen, Betriebsausgabenabzüge in Deutschland, sofern sie auf Lizenzzahlungen an ausländische Mütter oder Töchter des gleichen Konzerns entfallen, nur insoweit den Betriebsausgabenabzug zuzulassen, wie im Zielland eine mindestens gleiche Besteuerung wie in Deutschland sichergestellt wird. Dies haben wir sehr umfassend im Bundesrat als Entschließungsantrag eingebracht, allerdings auch in der Kombination, dass wenn man an der Stelle die steuerliche Fragestellung von Forschung und Entwicklung einer Begrenzung vorsieht, gleichzeitig aber zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, steuerliche und sonstige Bevorzugungen von Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Deutschland zu ergreifen. Beides gehört zusammen, Steuersubstratsabflüsse ins Ausland zu verhindern und gleichzeitig aber auch Investitionen und Forschung und Entwicklung im eigenen Land zu verbessern. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Kummer. Vielen Dank, Herr Minister. Letzte Zusatzfrage. Können Sie heute schon zeitliche Perspektiven eröffnen, bis wann es dort zu Ergebnissen kommen kann? Herr Kummer, da kriegen Sie die klassische Juristenantwort. Es kommt darauf an. Das liegt nicht vollständig in unserer Hand, weil natürlich nationale Gesetzgebung auf der einen Seite zunächst einmal eingebettet werden muss in die Bemühungen, auf internationaler Ebene zu einer Verabredung zu kommen. Dort sehen Sie, dass die EU-Kommission vor einigen Tagen einen Legislativvorschlag unterbreitet hat, wie durch legislative Rahmensetzungen auf der EU-Ebene Einschränkungen ermöglicht werden sollen. Gleichzeitig sind die BEPS-Initiativen noch nicht abgeschlossen, sodass wir erst einmal schauen müssen, welche internationalen Rahmendaten wir vorfinden, bevor dann aus der politischen Entschließung, ja, wir wollen so etwas, am Ende auch nationale Gesetzgebung werden kann. Aber ich bin nicht pessimistisch, dass wir im Laufe dieses Jahres dort auch zu Fortschritten kommen. Ob wir dort zu finalen Ergebnissen kommen, bin ich eher unsicher. Ich rufe auf die Frage 448, Frau Abgeordnete Waschke. Ich frage die Landesregierung, wie ist die Erstattung der Fahrtkosten für Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Integrationskursen bei zugelassenen Trägern gesetzlich geregelt? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, die Erstattung der Fahrtkosten ist grundsätzlich durch § 4a Absatz 1 Integrationskursverordnung geregelt. Der lautet, das Bundesamt gewährt Teilnahmeberechtigten, die nach § 9 Absatz 2 Integrationskursverordnung von der Kostenbeitragspflicht befreit worden sind, auf Antrag einen Zuschuss zu den Fahrtkosten, sofern sie am Kurs teilnehmen und soweit ein Bedarf besteht. Der Fahrtkostenzuschuss wird in Form einer Pauschale gewährt. Jetzt ist der Verweis gemacht worden auf § 9 Absatz 2 dieser Integrationskursverordnung. Der lautet, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf Antrag folgende Teilnahmeberechtigte von der Kostenbeitragspflicht befreit, nämlich erstens Teilnahmeberechtigte, die Leistungen nach dem SGB II erhalten, also Grundsicherung für Arbeitssuchende, ALG II, zweitens Teilnahmeberechtigte, die Leistungen nach dem SGB VII erhalten, in diesem Fall Sozialhilfe, drittens Teilnahmeberechtigte, die Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und viertens Teilnahmeberechtigte, für die die Kostenbeitragspflicht unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände und der wirtschaftlichen Situation eine unzumutbare Härte darstellen würde. Ergänzend zu diesen Regelungen regelt § 9 Absatz 1 Satz 5 des Bundesvertriebenengesetzes die Möglichkeit eines Fahrtkostenzuschusses für Spätaussiedler.
der kann diesen, ihren Ehegatten oder Abkömmlingen auch unter den dort genannten Voraussetzungen auf Antrag gewährt werden. Zusatzfrage, Frau Abg. Waschke. Das heißt dann, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben per se keinen Anspruch auf einen vergünstigten Tarif. Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, wenn die Anspruchsvoraussetzungen bestehen, dann können Sie von den Kostenbeiträgen befreit werden. Die Voraussetzungen betrifft derjenige, an den der Antrag zu richten ist. Frage 449, Herr Abgeordneter Roth. Ich frage die Landesregierung, welche eigenen Liegenschaften wird sie in Wiesbaden, der Landeshauptstadt, für Carsharing-Parkflächen zur Verfügung stellen? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, welche Parkflächen landesweit und damit auch in der Landeshauptstadt Wiesbaden zur Verfügung gestellt werden können, wird derzeit in einem offenen Verfahren mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen und dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen geprüft. Inhalt dieser Prüfung ist nicht nur, welche Parkflächen grundsätzlich in Frage kommen, sondern auch, unter welchen Voraussetzungen sie zur Verfügung gestellt werden können. Dabei ist nicht nur die relativ einfache Frage nach der Verfügbarkeit von Flächen zu beantworten. Es müssen auch Fragen nach ihrer öffentlichen Zugänglichkeit, der gegebenenfalls abzuführenden Umsatzsteuer und zum Vergabeverfahren der Stellplätze an die Carsharing-Unternehmen beantwortet werden. Wir hoffen, dass wir erste Ergebnisse der Prüfung im Frühjahr vorliegen haben. Zusatzfrage, Herr Kollege Roth. Herr Minister, werden erst dann Flächen zur Verfügung gestellt, wenn die Möglichkeiten hessenweit geprüft sind, oder kann das im Einzelfall, wenn die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, auch schon früher geschehen? Herr Arztminister Al-Wazir. Also, wir haben in Hessen in ungefähr 35 Städten Carsharing-Angebote. Und höchstwahrscheinlich in all diesen Städten auch in irgendeiner Form vom Land gemietete oder eigene Liegenschaften. Denken Sie an staatliche Schulämter oder was auch immer. Das Problem ist nicht, diese Liegenschaften zu finden, sondern das Problem sind die rechtlichen Voraussetzungen. Ich will Sie mal an einem konkreten Beispiel sagen. Die Frage ist, kann das Land diese Flächen zu welchem Preis eigentlich zur Verfügung stellen? Wenn man sie unentgeltlich abgeben würde, könnte es eine unerlaubte Beihilfe sein für einen bestimmten Anbieter, weil es gibt dann ja nur einen, der es bekommt. Und wenn es in einer solchen Stadt zwei oder drei Anbieter gibt, könnten die sich zu Recht beschweren und auch rechtlich dagegen vorgehen. Zweite Frage ist, wenn man sie nicht unentgeltlich abgeben kann, muss man dafür irgendeine Pacht, Miete oder sonst was nehmen. Die wiederum ist umsatzsteuerpflichtig. Dann ist die spannende Frage, wie eigentlich eine Landesbehörde, die ja bisher nicht geübt darin ist, Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben, wie sie das eigentlich machen sollte und so weiter. Und Sie merken, das ist einfach gefordert und nicht so ganz so einfach umgesetzt. Aber wir hoffen, dass wir diese rechtlichen Fragen dann so gelöst haben, dass wir da schnell vorankommen. Und wenn wir das gelöst haben, dann spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dann damit auch zu beginnen. Und vorab, in Anführungszeichen, muss dann gar nichts passieren, sondern passiert es hoffentlich überall. Frage 450, Herr Abg. Dietz. Ich frage die Landesregierung, welche Ziele verfolgt sie mit dem Modellvorhaben kooperatives E-Government in föderalen Strukturen? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Herr Abgeordneter Dietz, dem Modellvorhaben, das ich ja in der Metropolregion Rhein-Neckar mit den beteiligten Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und dem Verband Region Rhein-Neckar erstreckt, liegt die relativ banale Erkenntnis zugrunde, dass die Bürgerinnen und Bürger, die E-Government-Angebote nachfragen, vergleichsweise egal ist, wie die jeweiligen Zugehörigkeiten der Gebietskörperschaften, in der sie wohnen oder wo sie Dienstleistungen nachfolgen, in einer Region am Ende föderal zugeordnet sind.
Das Ziel des Modellvorhabens ist es, einheitliche, in allen Bundesländern verwendbare, beteiligten Bundesländern verwendbare E-Government-Projekte zu identifizieren und zu entwickeln, damit eben Grenzen zwischen Bundesländern und Kommunen an der Stelle keine Hinderungsgründe zur Nutzung dieser Angebote sind. Wir sind da in der fünfjährigen Praxis sehr ordentliche Schritte vorangekommen. Unter hessischer Federführung ist beispielsweise ein Projekt entwickelt worden mit dem schönen Namen ELISA, was es ermöglicht, Unternehmen, die Emissionsdaten in großem Umfang regelmäßig ermitteln müssen und an Behörden weiterleiten müssen, diese elektronisch so aufzuarbeiten, dass die Weiterleitung und die Verarbeitung in den IT-Systemen der öffentlichen Körperschaften medienbruchfrei erfolgen kann. Das ist am Ende zum Nutzen der Beteiligten vor Ort in den Unternehmen, aber genauso in den beteiligten Behörden. Also insofern die klassische Win-Win-Situation. Und auf diesem Wege sind eine Reihe von Modellvorhaben entwickelt worden und der Prozess wird fortgesetzt. Gut, eine Frage machen wir noch. Das ist die Frage 451, Herr Gremmels. Welchen Abstand wird Hessenforst zwischen Flächen für Ruheforst und Friedwaldstätten und Flächen, die sie an Windkraftbetreiber verpachtet, halten? Frau Staatsministerin, bitte. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Hessenforst orientiert sich bei allen Planungen und Verfahren zur Verpachtung von Standorten für Windenergieanlagen strikt an den Grenzen der Flächen, die als Vorranggebiete in den Teilregionalplänen Energie in einem öffentlich-rechtlichen Planungsprozess durch die entsprechenden Regierungspräsidien erarbeitet und ausgewiesen wurden. Der Abstand, der sich dabei im Rahmen der behördlichen Zulassung von Windenergieanlagen zu Friedhöfen oder Waldruhestätten ergibt, richtet sich im Einzelfall nach den emissionsschutzrechtlichen Anforderungen. Konkrete Mindestabstände bei Friedhöfen und Waldruhestätten sind gesetzlich nicht vorgeschrieben. Zusatzfrage, Herr Kollege Gremmels. Da frage ich noch einmal anders. Werden Sie oder wird Hessenforst denn eine dieselbe Fläche sowohl für Friedwaldnutzung als auch für Windkraftnutzung verpachten? Können Sie das ausschließen? Frau Staatsministerin Hinz. Entschuldigung. Hessenforst holt im Vorfeld der Verpachtung von Windkraftstandorten im Staatswald Erkundigungen ein, ob es behördlicherseits aus Sicht der Regierungspräsidien als emissionsschutzrechtliche Genehmigungs- und Zulassungsbehörden gegebenenfalls bestimmte Abstandsregelungen gibt, die beachtlich sein könnten. Dabei ist davon auszugehen, dass bereits bei der Erarbeitung der Regionalpläne die Überschneidung von Windvorrangflächen und Flächen von Friedwäldern oder Ruheforsten in der Planungsphase vermieden wurde. Wir haben bislang drei im Staatswald gelegene Waldruhestätten in den Forstämtern Reinhardshagen, Weilroth und Langen, die auch Waldruhestätten haben. Und dort ist die Frage überhaupt noch nicht relevant geworden. Und wir gehen davon aus, dass das auch weiterhin der Fall sein wird, dass solche Flächen ausgespart werden. Weitere Zusatzfragen, Herr Abgeordneter Gremmels. Frau Ministerin, es wird ja von den Regierungspräsidien anders gesagt. Die formulieren es so, das Land Hessen als Eigentümer der Waldfläche hat die Aufgabe und die Selbstverpflichtung, die Flächen nicht doppelt zu verpachten, einerseits an Windkraftanlagenbetreiber, andererseits an Ruhestätten oder Friedwälder. Können Sie als Eigentümerin der Fläche ausschließen oder sich selbst verpflichten, dass dort keine parallele Nutzung erfolgt? Frau Staatsministerin Hinz. Naja, auf den Flächen von Waldruhestätten können wir nicht noch einmal verpachten für Windkraftanlagen. Also das ist ziemlich ausgeschlossen, ja. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, damit schließe ich die Fragestunde für heute.